Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mal mit verschiedenen Systematiken und warum ihr bei der Auswahl eines Handelssystems nicht zwingend auf die Performance achten solltet. Warum? Jetzt im Video. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Ihr habt drei verschiedene Handelssysteme, die habt ihr kennengelernt, da habt ihr die Unterlagen dazu, die habt ihr durchgearbeitet und ihr kennt jetzt alle diese drei Systeme. Und jetzt stellt ihr euch die Frage, welches dieser Systeme soll ich denn zukünftig handeln? Also Voraussetzung ist, ihr seid Anfänger, ihr habt mit keiner dieser drei Systeme Erfahrungen. Und jetzt schaut euch so ein bisschen die historische Performance an dieser Systeme und ihr seht, okay, das eine hier hat 7% gemacht per Jahr, also per annum, das andere 10% und das dritte hat 15% gemacht. Und jetzt würden die meisten Einsteiger natürlich sagen, na, da ist doch ganz klar, ich mache das hier. Okay, ich mache das mit den 15%, weil das ist ja logisch, ich verdiene hier doppelt so viel wie das. Und so logisch, wie das Ganze erscheint, so falsch ist dieser Ansatz. Ich habe mir das übrigens nicht ausgedacht, sondern das ist die Frage eines Teilnehmers unserer Online-Ausbildung. Wir haben ja diese Online-Ausbildung, Optionshandel für kleine Konten, die sich also an die Einsteiger richtet. Und da stellen wir unter anderem auch drei verschiedene Systeme vor. Ein Optionssystem für Bullenmärkte in Aktienmärkten, ein System für langfristige Investoren und ein System, was sich mit der Volatilität beschäftigt. So, und dieser Teilnehmer hat mir jetzt eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Mensch Jens, ich habe das alles durchgearbeitet, ich bin Einsteiger und du hast gesagt, man soll sich zu Beginn auf eines dieser Systeme fokussieren. Jetzt bin ich mir nicht so richtig sicher, welches ich machen soll. Deswegen, was ist denn das mit der höchsten Renditeerwartung? Und vom ersten Moment an würde ich sagen, ja okay, das ist ein richtiger Ansatz. Ne? Also klar, man handelt doch das, was das meiste Geld bringt. Da ich allerdings schon ein bisschen länger dabei bin und genau diese Fehler auch gemacht habe, sage ich, nein, es ist nicht der richtige Ansatz. Sondern der Ansatz muss ein anderer sein. Und zwar, ihr müsst auf ein paar andere Dinge achten. Fangen wir mal an. Also wenn es das ja nicht ist, also wenn es nicht die Renditeerwartung ist, was könnte es denn dann sein? Und dann nehmen wir mal als eins, und ich schreibe es hier mal hin, ich nenne das mal ZA, Zeitaufwand. Ne? Wie ist denn der Zeitaufwand für dieses System? Weil eines, was ihr euch immer fragen müsst, ist denn dieses System, was ich jetzt hier erlerne, ist denn das für mich überhaupt umsetzbar? Ich will euch dazu ein Beispiel aus einem anderen Bereich geben. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch nie in eurem Leben Sport gemacht, und jetzt schaut ihr euch, ihr habt jetzt den Entschluss gefasst, ich möchte jetzt Sport machen, ich möchte jetzt fitter werden, ich möchte jetzt gesünder werden und jetzt schaut ihr euch drei verschiedene Sportarten an. Da könnte man natürlich auch fragen, okay, was ist denn das, was mir in der kürzesten Zeit den schnellsten Nutzen bringt? Also im Sinne jetzt, wie werde ich am schnellsten fit, wie nehme ich von mir aus am schnellsten ab oder was auch immer. Ne? Und da könnte es ja zum Beispiel auch sein, dass man sagt, hier gibt es den Sportart A, die Sportart B, die Sportart C. Aber jetzt ist vielleicht C, also das mit dem größten Ergebnis, das ist vielleicht die von euch erfordert, dass ihr 7-mal in der Woche ins Fitnessstudio geht und dass ihr noch 2-mal in der Woche was anderes macht und dass ihr eure Ernährung noch anpasst, also dass ihr vielleicht am Tag 4 Stunden damit verbringt. Etwas, was ein Profisportler machen würde. Aber ihr habt vielleicht einen ganz engen Zeitplan, ne? Weil ihr familiär, beruflich, studiummäßig, wie auch immer eingespannt seid. Das heißt, achtet darauf, welchen Zeitaufwand haben die Systeme, um mal wieder zum Optionshandel zu kommen. Ein durchaus lukratives System, was auch wir hier anfangs mit gelehrt haben, mittlerweile aber nicht mehr tun, das ist, übrigens was schnauft hier, das ist der Brösel, der hat jemand gerochen, wir haben gerade Besuch im Büro. Jetzt schnauft und deswegen lasse ich ihn mal ganz kurz raus. Willst du mal kurz raus? Und ich bin zurück im Bild. Und was wir aber mittlerweile nicht mehr lehren, das ist ein Earnings-System. Ne? Also Handel der Earnings. Warum? Es ist super lukrativ, aber es erfordert einen enorm hohen Zeitaufwand. Du musst eben während der Earnings-Season jeden Tag, damit sich das Ding rechnet,
15 Uhr am Rechner sitzen und du musst auch 22 Uhr am Rechner sitzen. Und es schadet auch nicht, zwischendurch noch ein bisschen dort zu sein. Das heißt, du hast einen enorm hohen Aufwand von der Zeit her. Und deswegen musst du als allererstes mal klären, was habe ich denn überhaupt für eine Zeit? Das ist übrigens der Fehler, den ja viele machen im Daytrading. Ne? Dass sie sagen, ich habe nur eine Stunde Zeit am Tag, deswegen mache ich Daytrading. Kurzer Handel, nur 5 Minuten Charts oder Tick Charts. Ne? Ist aber falsch. So, also das heißt, als erstes Zeitaufwand. Und dann noch etwas, was man vielleicht als zweiten Punkt mit einbeziehen sollte. Ich nenne das jetzt mal Fähigkeiten. Und zwar, welche Fähigkeiten habe ich denn und welches System passt denn am besten zu meinen bisherigen Fähigkeiten? Lasst uns auch hier wieder ein Beispiel machen. Börsenhandel hat einen ganz, ganz entscheidenden Nachteil. Und zwar, wenn ihr Börsenhandel richtig betreiben wollt, dann müsst ihr es in der Realität machen. Das heißt, ihr könnt nicht ewig im Demokonto handeln. Ne? Ja, ich kenne auch Leute, die haben seit 5 Jahren Demo gehandelt, aber das nützt ja nichts. Ne? Also irgendwann müsst ihr mal ins kalte Wasser springen. So. Und der Nachteil von Handel ist halt, dass du, wenn du in der Realität handelst, das natürlich auch Geld kostet. Und gerade wenn du Fehler machst, was am Anfang vollkommen normal ist, dass du dann auch Geld verlierst. Und du hast natürlich nur begrenzte, die meisten jedenfalls haben nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Das ist im Sport jetzt ein bisschen anders. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte ein guter Tennisspieler werden, ja, dann kostet das auch ein bisschen Geld. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, ich kann jetzt 3 oder 4 Jahre lang probieren und wenn es nicht funktioniert, naja, ist nicht so schlimm, dann ist mein Vermögen weg. Ne? An der Börse kann das passieren. So, und deswegen musst du am Anfang etwas machen, dass du eben sagst, okay, welches Handelssystem passt denn zu meinen Fähigkeiten? Ihr kennt das, diesen Spruch, und beziehungsweise, das, was heißt, es ist kein Spruch, aber es ist so, dass ich sage das immer auf unseren Seminaren hier in der Akademie auch, beim Trading ist es immer so, oder beim Handel, es gibt keine Kreisklasse. Das heißt also, wenn du anfängst mit Handeln, bist du sofort in der Champions League. Das Problem ist, du spielst zwar in der Champions League, du hast aber noch nicht die Fähigkeiten der Champions League. Aber die anderen, oder es gibt andere, die haben schon diese Fähigkeiten. Und nun ist es nun mal so an der Börse, was der eine gewinnt, verliert der andere. Das heißt, du musst dir etwas suchen, wo du mit deinen Fähigkeiten möglichst gut durchkommst. Und da kann es durchaus sein, dass wenn du hier ein System hast, was vielleicht 15% per annum bringt, und wo du sagst, hey, das ist ein tolles System, ja, aber wo du weder die Zeit hast, noch die Fähigkeiten dazu, dass es für dich am Ende trotzdem nicht das richtige System ist, sondern dass vielleicht das hier das Richtige wäre, was vielleicht nur in Anführungszeichen 7% im Jahr bringt. Ne? Und das ist also viel, viel wichtiger. Das heißt, wenn du dich für ein Handelssystem entscheiden möchtest, mit dem du anfängst, klar, du musst irgendwann anfangen, ne? Dann entscheide dich einfach bitte danach, dass du sagst, okay, was habe ich für Ressourcen? Zählt auch jetzt hier mal der Zeitaufwand mit dazu, ne? Was habe ich für Geld, was habe ich für Zeit? Also nimm einfach deine eigenen persönlichen Ressourcen, was steht dir da zur Verfügung? Und aber auch ganz wichtig, und da musst du ehrlich zu dir selbst sein, welche Fähigkeiten habe ich denn bereits? Und wenn du eben noch keine allzu großen Fähigkeiten hast, was auch völlig okay ist und was auch vollkommen normal am Anfang ist, dann kannst du nicht gleich hier in das anspruchsvollste System einsteigen, sondern dann musst du sagen, okay, ich fange mit kleinen Schritten an und arbeite mich dann, indem ich in diesem System, was relativ einfach ist, indem ich in diesem System aktiv werde, entwickle ich meine Fähigkeiten. Und wenn ich dann bessere Fähigkeiten habe, kann ich dann sagen, okay, dann probiere ich immer auch mal das und mal das. Ja? Und jetzt kann man eben pauschal nie vorgeben, das ist das Beste, das oder das, weil wie gesagt, jeder von uns hat andere Ressourcen, hat andere Fähigkeiten und deswegen musst du das für dich selbst entscheiden. Ich als Trainer kann ja dann immer nur sagen, okay, hierzu musst du das bringen, hierzu musst du das bringen, hierzu musst du das bringen, hier brauchst du das Geld, hier das, hier das. Den Zeitaufwand, den Zeitaufwand, den Zeitaufwand. Aber letztendlich die Entscheidung, die musst du treffen. Es ist eben bloß wichtig, lass dich da nicht von den falschen Punkten reinbringen. Okay? Das war's für heute. Wenn ihr mehr wissen wollt,
über 2-Line-Ausbildung. Ne? Link ist hier unten in der Beschreibung des Videos drin. Schaut euch das einfach mal an. Wir haben mittlerweile ein paar hundert, wir haben es ja erst letztes Jahr im November gelauncht, wir haben jetzt mittlerweile ein paar hundert Teilnehmer und die Feedbacks sind sensationell. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben extrem viele Leute, denen das gefallen hat, die gesagt haben, hey, cool, wir machen das und danach wollen wir jetzt noch mehr wissen, wir wollen noch an die Akademie kommen und so weiter. Und das würden sie nicht machen, wenn es nicht gut wäre. Deswegen gebt euch die Chance, schaut euch das mal an. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.